Hallo Kinder, viel Spaß mit Die Schlümpfe 2. Und der Spaß kann weitergehen. Heute sind wir wieder im tiefen Wald, meine lieben Kinder. Und zwar mit Papa Schlumpf. Oh, Vorsicht, die Spinne. Nimm dich bloß in Acht. Und sehr gut, mit deinem Fläschchen kannst du die ganzen Käfer und Tiere einfrieren. Sehr gut. Das ist ziemlich praktisch. Vor allem, was ganz wichtig ist, meine lieben Kinder, diese Tränke können wir beliebig oft einsetzen. Wir verbrauchen sie nicht. Weder Beeren noch sonst irgendetwas. Und das ist ziemlich praktisch. Okay. Also mal sehen. Hier sind komische Käfer. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Käfer ein Sekret abgeben, das uns leicht verwirren kann. Sehr gut. Kinder, das machen wir klasse. Wir frieren einfach alles ein, was uns in den Weg kommt. Dadurch haben wir keine Schwierigkeiten. Ich meine, es geht ja um das Leben von Schlumpfine. Da ist uns jedes Mittel wortwörtlich recht. Okay. Wir haben es geschafft. Oh oh. Das sieht stark danach aus, dass Gargamel wieder in der Nähe ist. Das muss ein böser Zauber gewesen sein. Und geschafft. Oh nein, Gargamel. Schlumpfine. Zicke, schnapp Schlumpfine oder ich muss Howie dazu holen. Oh nein. Howie dazu holen? Was meint Gargamel damit? Wie Papa Schlumpf vermutet hatte, hatte Ziggy Schlumpfine in Gargamels Hütte gebracht. Auf ihrem Weg hinein entdeckten sie, dass Schlumpfine gefangen war, während Ziggy einen seltsamen Trank braute. Die Schlümpfe flehten Ziggy an, Schlumpfine freizulassen, aber sie lehnte ab. Wieder sagte sie ihnen, dass Schlumpfine ihre Schwester sei und zu ihrem wahren Papa Gargamel gehöre. Aber die Schlümpfe sind Schlumpfines wahre Familie und sie blieben entschlossen, sie zu befreien. Ziggy braute den Trank zu Ende und stellte die Flasche auf den Boden. Der Trank öffnete noch ein Portal und offenbarte ihren alten Erzfeind Azrael. Ziggy schnappte Schlumpfine und schlüpfte durch das Portal. Als die Schlümpfe ihr folgen wollten, stand ihnen Azrael bedrohlich im Weg. Die Schlümpfe wussten, dass sie erst mit dem fauchenden Azrael fertig werden mussten, bevor sie weiter konnten. Oh oh. Azrael. Oh nein. Pass bloß auf, Schlümpfe. Mal gucken, ob Schlaubi-Schlumpf das lösen kann. Vorsicht. Hui. Das ging ja noch mal gut. Zum Glück hat uns Azrael nicht erwischt. Oh, wir müssen aufpassen. Nur wenn der blaue Pfeil zu sehen ist, können wir auf Azrael springen. Genau, jetzt zum Beispiel. Oh nein, Schlaubi, pass auf dich auf. Du musst Azrael irgendwie austricksen. Gut gemacht. Komm schon, Azrael, gib auf. Du weißt doch ganz genau, dass Schlumpfine zu uns gehört. Na? Willst du noch mehr? Oh oh, Vorsicht! Hui, gut. Hey! Oh, er hat anscheinend diesen Schrank kaputt gemacht. Oh, der möchte uns schnappen. Aber nicht mit uns! Spring auf ihn, Schlaubi! Sehr gut gemacht! Wir haben Azrael besiegt! Er scheint erstmal K.O. zu sein. Gute Nacht, Azrael. Schlaubi, du hast es spitzenmäßig gemacht. Und es gibt ein neues Geschenk. Hey, wir haben McTapfer freigeschaltet. Na, den wollen wir doch gleich mal im nächsten Level und in der nächsten Welt einsetzen. Es war nicht einfach, aber die Schlümpfe konnten Azrael überwältigen. Papa Schlumpf hatte kurz bevor Ziggys Portal sich schloss, hineingespäht und einen bekannten Ort gesehen. New York. Zum Glück konnten sie mit den Kristallen für die Schlumpfe-Portation ein weiteres Portal dorthin öffnen.
Sie wussten, dass New York kein ganz so sicherer Ort ist. Aber ihnen war auch klar, dass sie dort sehr gute Freunde hatten. Das Portal brachte sie zum Haus von Grace und Patrick Winslow, ihrer menschlichen Familie. Erfreut, sie wiederzusehen, erzählten die Schlümpfe ihnen von Schlumpfines Gefangennahme und fragten sie nach Gargamels Aufenthaltsort. In Sorge um ihre Freundin Schlumpfine berichteten die Winslows, dass Gargamel jetzt ein weltberühmter Magier sei. In dieser Nacht sei sein letzter Auftritt in New York, bevor er nach Paris aufbrechen wolle. Weil die Zeit drängte, nannte Patrick Papa Schlumpf die Adresse des Theaters in Paris, wo Gargamels Auftritt stattfand. Dankbar verabschiedeten sich die Schlümpfe von den Winslows und schlumpften ein Portal zu ihrer nächsten Station in New York. Und der Spaß kann weitergehen. Heute mit Mac Tapfer. Juhu! Mac Tapfer hat eine wirklich tolle Fähigkeit. Er kann nämlich eine Attacke nach links oder rechts machen. Eine Art Dash. Das können wir auch in der Luft machen. Und das Schöne an der Sache ist, wir können dadurch auch Felsen zerstören. Okay, Kinder. Welch Glück, dass wir die Winslows getroffen haben. Sie sind unsere Freunde und sie haben uns gesagt, dass wir hier in New York nach Gargamel suchen sollen. Okay, dann sind wir hier wohl anscheinend jetzt in New York. Und sollen hier auf dieses Haus klettern? Na gut. Das ist nicht gerade ungefährlich. Aber um Schlumpfine zu retten, nehmen wir jede Gefahr auf uns. Wo kann sich Gargamel nur befinden? Kinder, in welchen Städten wart ihr schon? Wart ihr vielleicht schon mal in New York? Wenn ihr wollt, könnt ihr mir das gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt, in welchen Städten ihr schon wart. Oh, Vorsicht, die Biene scheint wirklich aggressiv zu sein. Ob die Bienen wohl aus dem Wald kommen? Na, wer weiß. Oh nein, Mac Tapfer, pass bitte auf dich auf. Sehr gut. Okay, jetzt sollten wir hier schnell vorbeispringen. Oh, die Goldmünze. Die haben wir jetzt leider verpasst. Die ist mir gar nicht aufgefallen. Dadurch, dass ich mich auf die Bienen auf der rechten Seite konzentriert habe. Naja. Hey, klasse. Oh, wir sollten wahrscheinlich nach rechts, oder? Kommen wir da durch? Nein, wir müssen schnell nach rechts. Vorbei an den... Wow. An den Bienen. Ui. Das war nicht geplant. Zumal hatten wir auf der rechten Seite auch Luftballons. Die hätten wir auch ganz einfach nehmen können. Aber gut. Mac Tapfer ist tapfer genug und schafft das schon. Das wissen wir doch, oder Kinder? Klasse, ein Pilz eingesammelt. Mal gucken, was jetzt gleich passieren wird. Natürlich nichts Spektakuläres. Wir haben einfach von links und rechts oben Bären erhalten. Oh, aber so viele Luftballons. Das sieht ja lustig aus. Huiuiuiui. Und hoch mit uns. Mal gucken, was wir da alles entdecken können. Hey, was wollen die Bienen von uns? Na, hoffentlich zerstören die nicht die Luftballons. Denn ein Stich... Und so ein Luftballon geht kaputt? So einfach geht das. Hui, pass auf, Mac Tapfer. Gerade nochmal in Sicherheit. Oh, so lange hält die Blase anscheinend nicht. Denn wäre das der Fall, hätten wir das ganze Level so überfliegen können. Und hätten auch keine Schwierigkeiten mehr mit den Gegnern. So einfach funktioniert das leider nicht. Aber das ist nicht schlimm, denn wir suchen natürlich die Herausforderung. La 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 la. Das Schlumpflied ist zurück. Sehr schön. Oh weia. Hat uns die Biene erwischt oder warum hörte die das Schlumpflied so abrupt auf? Sehr gut, Mac Tapfer. Kommen wir da durch mit unserer neu gewonnenen Fähigkeit? Nein, anscheinend nicht. Okay, Oh weia, pass auf, Mac Tapfer. Fall nicht nochmal herunter. Jetzt wird es gefährlich, so viele Bienen.
wir müssen hier vorsichtig hochspringen. Hui, das ging doch mal gut, aber leider haben wir wieder all unsere Bären verloren. Wie weit geht es noch nach oben? Wir konnten schon ziemlich weit hochklettern und sind jetzt schon über die Dächern von New York. Wow, das ist atemberaubend. Oh, ganz viele Bären. Es scheint, als wäre das der Schluss und das Ende des Levels. Okay, wir haben es geschafft, Kinder. Raus hier. Und es kann in das nächste Level gehen. Yuppie-yay! Wow. Schaut mal, Kinder. Wir sind jetzt mitten in New York. Und diesmal mit Clumsy, unserem Tollpatsch. Na, hoffentlich passiert ihm nichts. Oh, was sind das denn für kleine Mäuschen? Ich glaube, sie suchen nach Nahrung. Und leben hier in der Großstadt. Und Grashüpfer. Oder Heuschrecken. Wow. So viel zu entdecken, Kinder. Und eine versteckte Münze. Klasse. Die nehmen wir natürlich sofort mit. Okay. Was haben wir noch hier? Oh oh, aufpassen. Gut gemacht. Und wieder einer dieser schleimigen Käfer. Aber nicht mit uns. Und zack. Das stimmt. Clumsy, du machst es echt gut. Mit deiner tollpatschigen Attacke. Ah, wir können den Apfel verschieben und ihn als Trampolin verwenden. Hey, das ist super simpel und einfach zu bedienen. Und mit der Blume geht es weiter vorwärts. Und jetzt nach oben. Ist euch aufgefallen, wie die Blumen funktionieren, meine lieben Kinder? Die weißen Gänseblümchen fliegen nach oben. Die orangenen? Ja, genau, was machen die orangenen? Aha, die fliegen also nach links. Die roten? Die fliegen nach unten. Und die gelben fliegen nach rechts. So einfach ist das System. Man muss sich das nur noch merken. Okay. Schau mal, im Hintergrund ist ein Musikladen. Oh nein, Gargamel. Diesmal habe ich euch. Hier kommt mein Zauberstab. Ich nenne ihn Lesober. Nettes Wortspiel, oder? Oh, oh, Vorsicht. Was ist das für eine komische Zauberei? Nachlacht ihr, Schlümpfe. Aber bald wird euch das Lachen vergehen. Hui, das ging nochmal gut. Aber komisch, dass Gargamel es immer mit dem gleichen Zauber versucht. Und es geht weiter. Jetzt sind wir wieder unterwegs mit Mac Tapfer. Einer der stärksten Schlümpfe. Und tapfer wie eh und je. Nichts kann ihn zurückschrecken. Oh, Vorsicht, hier sind wieder Heuschrecken unterwegs. Und ein Luftzug. Genau, da können wir drüber fliegen. Jetzt haben wir hier auch noch Käfer. La 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 la. La 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 la. Oh, Kinder, so vieles auf einmal. Wir haben Mäuse, wir haben Heuschrecken, Bienen, Maulwürfe, alles Mögliche. In der Stadt kommt wirklich jedes Tier und jedes Insekt zusammen. Verrückt. Auch die Käfer mit den Stacheln aus dem verwunschenen Wald sind hier. Oh, was passiert jetzt? Gargamel! Harry, Zicky, haltet diese verflixten Schlümpfe endlich auf! Howie und Zicky? Ah, das muss Howie sein! Seht ihr ihn? Er stampft und es fallen Erdnüsse von oben herab. Hey Howie, das ist nicht fair! Lass uns bloß in Ruhe, wir haben dir gar nichts getan! Und du genauso, Zicky. Warum wollt ihr uns aufhalten? Ihr seid ein sehr enttäuschendes Experiment. Oh nein. Gargamel hat Zicky und Howie als enttäuschendes Experiment bezeichnet. Sind sie etwa ein Experiment von Gargamel? Hm, das werden wir wohl hoffentlich noch in diesem Spiel herausfinden, meine lieben Kinder. Aber ihr wisst ja, das Wichtigste ist es, dass wir Schlumpfine befreien. Wir wollten doch ihren Geburtstag feiern. Okay,
Aber Mac tapfer schlägt sich weiterhin tapfer durch das Level. Irgendwo wird sich Schlumpfine hier in New York noch befinden. Immerhin ist Gargamel hier. Und wir müssen ihn finden, bevor er nach Paris geht. Aber bisher ist keine Spur, weder von Gargamel noch von Schlumpfine. Und dann waren wir auch noch so nah dran. Wir hätten Schlumpfine fast retten können. Aber in der letzten Folge, wie ihr wisst, hat uns dann noch Azrael geschnappt und wollte uns, naja, aus dem Weg räumen. Aber wir haben es geschafft. Super gemacht, Mac Tapfer. Du bist klasse. Und zurück in New York mit Beauty. Dann zeigen wir ihnen doch mal, wie schön wir sind. Nicht wahr, Beauty? Oh, Kolibri. Schön, sie wiederzusehen. Und Frösche, die diesmal nicht auf der Stelle springen, sondern auf uns zuspringen. Na, hier sollten wir gut aufpassen, Kinder. Aber so wie wir Beauty kennen, kriegt er das locker hin. Denn Beauty ist ein Naturtalent. Und natürlich auch wunderschön. Das wollen wir natürlich nicht anzweifeln, nicht wahr, Beauty? Bei Rot stehen, bei Grün gehen. Oh, ganz Vorsicht. Leider hat uns doch glatt einer von ihnen erwischt. Naja, der Kristall bringt an dieser Stelle wohl nichts mehr. Denn hier sind keine Frösche und keine Käfer mehr. Aber komisch, dass es das Item erst da oben gab. Aber gut, man hätte das auch über das Kaputtmachen von Stein erreichen können. Sehr gut. Oh, wir sollten aufpassen. Beauty, du hast nicht mehr so viele Beeren. Achte auf deine Schritte. Okay, und wie der springende Frösche, auch hier gibt es ein Muster. Die braunen Frösche springen auf der Stelle, während die grünen auch in andere Richtung springen können. Meist nach links. Oh weia, auch das ging wieder in die Hose. Oh, was ist denn das? Ah, verstehe. Oh, so hat es auch noch gereicht. Klasse. Wie auch immer wir das gerade gemacht haben. Und das Schlumpflied ist zurück. La 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 la. Und mit der Blase geht es wieder nach oben mit uns. Oh, noch ein Versuch. Beauty, du bist außer... Wow. Du bist voller Freude. Das wollte ich gerade sagen. Okay, wir haben es so gut wie geschafft. Und wieder ein Kolibri. Wow, der Sprung war aber hammerhart und sehr, sehr knapp. Oh, da hat uns doch glatt das Mäuschen erwischt. Oh, das muss wieder Gargamels Fluch sein. Aber nicht mit uns, Gargamel. Denn auch diesmal haben wir es wieder geschafft. Beauty, du hast wirklich alles gegeben. Klasse. Danke fürs Zusehen, Kinder. Das war's auch schon mit dieser Folge von Die Schlümpfe 2. Um die nächste Folge anzuschauen, klicke einfach auf das Video. Auch in der Videobeschreibung findest du einen Link zur nächsten Folge. Ach ja, wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, klicke auf Abonnieren. Tschüss!